Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Food Haul. Viel Spaß wünsche ich euch. Ja, wir waren beim Lidl. Genau, nur beim Lidl und beim Metzger waren wir gerade noch mit der Coco spazieren zum Metzger hin. Deswegen sehe ich auch ein bisschen verzaust aus. Es ist nämlich auch voll heiß draußen. Ja, also ich zeige euch mal die Sachen, die wir beim Lidl geholt haben und dann die Sachen noch, die paar Sachen beim Metzger. Also, wir haben TK-Erbsen mitgenommen vom Lidl und einen Lachs wollte die Anni noch haben und Kräuter, diese TK 8 Kräuter, zwei Schalen Erdbeeren haben wir mitgebracht vom Lidl, die duften so gut. Dann haben wir hier diesen Salat. Das ist, ich weiß gar nicht, Romanersalat. Zweimal den Naturjoghurt haben wir wieder mitgenommen von Milbona, den leichten. Dann Körnigen Frischkäse. Ich glaube, wir haben drei Packungen da mitgenommen. Dann wollte ich diese Chumpies hier haben von Funny Fresh. Eine Packung von diesen Tomatendufte mit. Dann für mich wieder zweimal einen Bergadekäse, einmal cremig würzig und einmal mit Pfeffer wieder. Den habe ich ja letztens schon mal gekauft. Der ist super lecker, der mit Pfeffer. Außerdem haben wir Regenbogenforellenfilet mitgenommen. Für mich esse ich einfach als Snack oder weiß ich nicht, als Abendessen mal gucken. Dann einen zahnigen Exquisa Frischkäse, der kommt in ein Rezept mit rein. Okay, also dann haben wir noch Himbeer mitgenommen. Dann einmal Knoblauch. Viermal diesen Porree haben wir mitgenommen für ein Gericht. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, die basische Lauchsuppe von der lieben Ramona zu machen. Aber ich habe es immer noch im Kopf und werde das hoffentlich auch bald mal hinbekommen, die Suppe zu kochen. Dann durften diese kleinen gemischten Tomaten mit. Für ein Gericht brauche ich die, aber diese ganze Packung werde ich sicher nicht brauchen, deswegen snacke ich die auch dann noch. Zwei Gurken durften mit. Weizenmehl durfte einmal mit. Zwei Cola Zero. Und eine Baby Wassermelone. Da mache ich einen leckeren Salat mit Wassermelone, Zwiebeln, Tomaten. Schafskäse, Hirtenkäse. Der müsste. Genau, hier ist er. Diesen Feta-Käse mit Schafs- und Ziegenmilch. Hoppala. Dann habe ich noch Pistazienkerne, haben wir noch gebraucht für ein Essen. Geröstet. Einmal Hafercreme habe ich hier mitgenommen von Vimondo. Und einen Schmelzkäse in der leichten Variante. Und zu guter Letzt ein Stückchen Süßrahmbutter. Ich wollte eigentlich Margarine, aber ich habe keine auf die Schnelle gefunden. Aber Butter geht ja auch zum Backen. Denn ich möchte morgen wahrscheinlich einen leckeren, fluffligen vor allem, fluffigen Zitronenkuchen backen. Okay, das war's mit dem Lidl auch schon. Jetzt mache ich mal weiter mit ein paar Sachen. Wie gesagt, vom Bioladen und vom Metzger. Also, eine einzelne Banane hat die Anni mitgebracht. Ja, seht, die ist nicht mehr so gut, aber wir wollen eh bald, ich weiß nicht, vielleicht heute noch oder morgen, einen Obstsalat, einen leckeren machen. Und da brauchen wir ja nur eine. Und da reicht die dann auch zu. So. Dann zeige ich euch den Spinat noch. Den habe ich nämlich vergessen vom Lidl mitzunehmen. Und einen Blattspinat brauchen wir für eine Suppe.
Da mache ich nämlich eine Spinat-Erbsen-Knoblauch-Suppe. Lauch kommt noch mit rein, genau. Dann mache ich ja mal mit den Sachen einfach weiter erstmal vom Bioladen und dann zeige ich euch noch den Fleischschnitt. Also, wir haben ein Waschmittel auch noch mitgenommen, weil wir es vom Lidl auch vergessen hatten. Wir haben Glück, weil jetzt haben wir ja ein Pfingsten und bis Dienstag können wir nochmal einkaufen gehen, also Dienstag wieder. Und wir möchten nochmal waschen, ja. Und da haben wir Glück gehabt, dass wir noch eh zum Bioladen wollten. Und da haben wir das halt im Bioladen geholt. Das ist zwar teurer ein bisschen, aber mein. Dann haben wir auch mal ein gutes Waschmittel und wo man, ja. Genau. Also, dann hat mein Schatz mir noch eine Wurst mitgebracht. Oder wie viel sind das? Ich glaube, drei oder. Ah, also Pfefferbeiße, die kleinen, glaube ich. Oder ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall kleine und größere. Achso, die schauen zu groß aus, okay. So klein aus. Also, wir haben. Zwei verschiedene Würste auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt sind. Genau, wollte ich nämlich haben. Und dann haben wir noch 300 Gramm Hackfleisch, so Rindshackfleisch, glaube ich, hat die Anni wieder genommen. Ja, für ein Gericht. Und eine Portion werden wir einfrieren auch davon. Dass wir mal immer was da haben, dass man nicht immer ständig zum Metzger rennen muss für ein bisschen Hackfleisch, wenn wir mal Hackfleischsoße so machen wollen zwischendurch uns einfällt. Genau. Also, und mein Schatz hat mir noch Postkarten mitgebracht. Oh mein Gott, wie lieb einfach. Da habe ich eine für meine Mama zum Muttertag noch. Ja, ich weiß, Muttertag war schon. Aber ich habe nicht das passende Geschenk. Ich habe immer noch was gesucht und da habe ich es nicht gefunden bisher. Und deswegen konnte ich meiner Mama noch nichts schicken. Ich habe diese Karte hier gekauft. Mama, ich hab dich lieb, steht da drauf mit einem süßen Herzen. Das ist auch so kartonmäßige Karte, so ein bisschen dicker. Die werde ich noch schreiben und dann kommt die dann zu dem Geschenk noch dazu. Und dann werde ich es meiner Mami schicken. Und dann, welchen Tag haben wir? Fragte Puh. Es ist heute, quiekte Ferkel. Mein Lieblingstag, sagte Puh. Ja, süß, ey. Richtig süß. Diese Karte hier zum Verschicken über Postcrossing. Dann diese wunderschöne Karte noch. Und Aloha steht drauf, die Ananas. Und noch, die finde ich so schön auch mit der Tasse. Guckt mal, diese hier. Richtig schön. Ja. Dann habe ich euch alles gezeigt, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen wart. Und wenn ihr mich noch nicht kostenlos abonniert habt, könnt ihr das sehr gerne tun. Vielen Dank euch und wir sehen uns dann hoffentlich auch recht bald wieder. Macht's gut. Ciao.